Moin YouTube, endlich Updates. 1. April, T-Shirt-Wetter. Wir sind ganz im Norden von Kroatien, in Istrien. Und der Film hier heißt Inselhüpfen extrem, weil wir nämlich nach Gres, nach Krk, nach Pagrab noch so einen Haufen andere Inseln fahren. Und das alles so die nächsten Wochen, ohne möglichst das Festland zu berühren, und man kommt so runter bis Split, indem man weitgehend auf den Inseln bleibt. Und für heute Nacht sind wir hier so auf einem Berg, Monte Rosso, sehr hübscher Stellplatz, leistet T-Shirt. Das Abrechnungssystem ist ja kaputt, deswegen haben wir ja die Stellplatzgebühr in Rot- und Weißwein investiert. Voll leistet. Meinen Schwiegervater hier zu zitieren, Gott erhalte die Arbeitskraft meiner Frau. Ich würde sowas auf YouTube ja nie sagen, ein Shitstorm wird über mich hereinbrechen. Es gab aber zwei Jobs, ausparken oder das Tor öffnen, aber das ist gar nicht so schwer, wie es aussieht. Entlang der istrischen Küste hat es eine ganze Reihe von wirklich schönen kleinen Städtchen. Wir haben uns für Umag entschieden, das lag ganz in der Nähe, das hat einen schönen Hafenbereich, eine wunderschöne Altstadt und auch einen kleinen Park. Die Iska fand es da auch besonders schön und hat uns dann mal ganz oben auf so einen grünen Busch mal einen ordentlichen Haufen gezimmert. Seems to me a man can do a lot of thinking when he's staring down. Kilometer weiter im Süden gibt es den Limski-Kanal. Das ist so ein tief eingeschnittener, natürlicher Fjord. Da wollte man eigentlich wandern gehen. Fing allerdings übelst an zu regnen. Also sind wir einmal um den Fjord rum. Und wenn man von der Südseite weiß, wo man anfahren muss, gibt es da eine Piste zu einem Aussichtspunkt. Und dann hatten wir wenigstens ein bisschen Offroad-Spaß an dem Tag. Da war schon geil aus. Ja, Heidewind. Also bei Sonne? Geil, ne? Bei Sonne, ja. Sehr geil. Also so ist auch ganz nett. Schade. Wir sind inzwischen in Pula angekommen. Da im Hintergrund hat es das berühmte Amphitheater, da gehen wir nachher noch hin. An der Nordwestseite vom Hafen ist ein ehemaliges Militärgelände. Also wer auf Lost Places steht, wird hier jede Menge Spaß haben. Ist legal hier reinzugehen. Die Locals fahren hier zum Teil sogar mit dem Auto rein. Sehr schön. Geht schon fast als Park durch, gell? Oh, Kinder. Hier hat der Direktor gewohnt. Die Top-Sehenswürdigkeit in Pula ist natürlich das Amphitheater. Das galt damals als das sechstgrößte Amphitheater der Antike und ist eines der am besten erhaltenen. Im Endausbau haben so bis zu 26.000 Zuschauer da reingepasst. Es gibt Diesel, also LKW-Diesel für 1,30 und es gibt für 1,70 Diesel. Und es ist nicht so ganz klar, wir nehmen natürlich den billigeren. Weil wir so viel und günstig getankt haben, habe ich noch umsonst belegtes Brot mitgekriegt. Umsonst? 400 Euro! Es ist übrigens völlig egal, wo man tankt in Kroatien. Der Sprit kostet überall gleich viel, sogar an der Autobahntankstelle. Man muss nur darauf achten, dass man die Pistole mit dem dicken Rüssel erwischt. Vom Kamenjak Naturschutzgebiet soll es dann auf unsere erste Insel, die Insel Kres, gehen. Und man ahnt es schon auf den Bildern hier, das fing übelst an zu stürmen. Keine Fähre heute. Ja. Zu windig. Das ist so. Es gibt auch keinen anderen Weg da drauf. Jetzt frag mich mal, was wir hier machen. Wir suchen uns jetzt ein schnuckliches Plätzchen. Hier, es war ganz schwierig mit schnuckeligen Plätzchen, weil das ist nämlich ganz schwer, jeder sucht ein schnuckeliges Plätzchen, damit er vor der Fähre noch übernachtet. Und es gibt praktisch fast keine schnuckeligen Plätzchen. Die Wettervorhersage war jetzt allerdings so, dass es noch 4 Tage lang so weiter stürmen sollte. Das war also klar, die Fähre fährt einfach die nächsten Tage auch nicht. Wir haben ja einen Zeitplan, da haben wir uns jetzt entschlossen, Kres ausfallen zu lassen und nach Krk zu fahren, weil Krk ist nämlich mit einer Brücke
dem Festland verbunden. Für den Abend sind wir jetzt in der kleinsten Stadt der Welt gelandet, ein guter Marketingname. 30 permanente Einwohner, die haben so alles, was man so zum Leben braucht. Eine Kirche, ein Bürgermeisteramt, einen kleinen Laden und eine Kneipe mit angeschlossener Destille. Tagsüber ist da auch in der Nebensaison schon ganz ordentlich was los. Da werden jede Menge Touristen da hochgekarrt. Aber nachts ist da nichts mehr unterwegs und da war ich dann noch mal ein bisschen fotografieren. Camping und Stellplätze sind ja zu, hier so Anfang April. Deswegen ist auch das Wasserfassen schwierig. Waren an ein paar Tankstellen, gab es aber nichts. Erfahrener Oberländer fährt entweder zum Sportplatz oder zum Friedhof. Wir tanken jetzt am Friedhof in Humm. Aber wir haben einen Aktivkohlefilter drin, da kann nichts anbrennen. 2 Grad Außentemperatur, 80 Stundenkilometer. Oh, es ist frisch. Aber schön am Friedhof, ne? Hat so eine gewisse Romantik hier. Dixi-Klo, Mülleimer, alles Paletti. Du sollst nur die schönen Seiten fühlen. Das ist ja das Friedhofswasser, ne? Aber es ist ja gefiltert. Ich probier's mal. Oh, das riecht schon. Oh, das riecht schon so. Friedlich? Und? Ein bisschen modrig im Abgang, aber sonst eigentlich. Eiche? Eiche gelagert? Nee, ist okay. Wir sind im Norden von Krk, in Baska. Wie man sieht, ist es schweinekalt, 80 Stundenkilometer Wind aus Norden und 6 Grad Außentemperatur. Zeigt es jetzt nicht hier, ne? Aber da hinten ist blau und vielleicht kommt die Sonne nachher noch. Was man hier machen kann, ist da hinter mir den Berg hoch und auf der anderen Seite den Berg hoch gibt es ein paar schöne Wanderungen. Weil es ein tief eingeschnittener Fjord. Wir stehen hier auf dem Campground, 25 Euro die Nacht, weil der Kroate ist ja ein bisschen picky, was Freistehen angeht. Also eigentlich ist es überall verboten und die kontrollieren das auch in der letzten Feuer. Von daher, Campingplatz ist auch okay. Mission! Fällt mir gerade schwer! Hä? Die Normaltemperaturen hier sind in der Jahreszeit zwischen 12 und 17 Grad. Jetzt hat es gerade 6, das ist ein bisschen bitter. Das ist übrigens die alte feste Stadt hier von den Venezianern niedergebrannt. So pack your bags and let's leave for the day. Wir sind nämlich in Krk. Die ist es, die Hauptstadt Krk. Der gleichnamigen Insel Krk. Krk. Vierter Sturmtag, aber heute als ähnlicher werden Wettervorhersage ist eher gewürfelt. Immer noch 6 Grad. Was wir jetzt suchen, ist entweder einen Skiladen, also wo es Mützen gibt. Skimütze. Oder ein Österreicher, den man zum Kopf reißen könnte. Genau, ein Österreicher mit der Pudelmütze, wo man das Ding runterreißen kann. Ich habe ja rein zufällig meine dabei. Ne? Oh, kalte Ohren. Eignete Österreicher. Mütze, Mütze. Die haben nur Olivenöl, aber keine Wintermützen. Ne? Ich will mich aufwärmen. Drängst du dich dazwischen? Die nächste Insel auf der Liste war die Insel Raab. Die Fähre von Krk nach Raab fährt zweimal am Tag, einmal morgens um 7 und einmal abends um 6. Dauert ungefähr 1,5 Stunden. Tickets muss man keine vorkaufen, da hat es an den ganzen Fähranlegern immer so eine kleine Hütte und da sitzt meistens einer drin und das kann man dann direkt dort kaufen. Mit Liebe geraspelt? Am romantischen Fähranleger zubereitet. Okay. Mhm. Meine wunden Finger haben sich rentiert. Wer geht da Fingerkuppe? Ja, die Nägel habe ich abgeschnitten.
Wir sind in Raab, auf der Insel Raab, also endlich mal Vokale in dem Namen. Stellplatz haben die hier keinen, der Campingplatz ist geschlossen, noch zu früh im Jahr. Jetzt stehen wir hier auf einer Mischung aus öffentlicher Bauhof und Hospital. Wir standen, sagen wir mal, raumgreifend, man kann es auch asozial nennen heute Nacht, weil es dunkel war. Und am Morgen um 7 kamen dann die ganzen Angestellten, jetzt haben wir dann auch noch schnell umgeparkt, deswegen sind wir sehr früh unterwegs. Jetzt geht's in die City, soll schön sein. I had dreams of glory. Oh, these mistakes seem to come like a flood. Ganz toll ausgesucht, wirklich. Danke dir. Das würde ich jetzt gerade mal so weitergeben. Das ist ja bisher die schönste Stadt, finde ich. Ja, ich finde auch. Die nächste Insel auf der Liste war die Insel Park. Um von Rad nach Park zu kommen, muss man einmal zurück aufs Festland, ein Stück auf dem Festland längs und dann wieder mit der zweiten Fähre auf Park. Manche sagen ja, Park ist ein Steinhaufen im Meer. Und wenn man von der Ostseite kommt, stimmt es auch, da wächst einfach nichts. Uns stand an dem Tag der Sinn nach einem WLAN und einer Waschmaschine, deswegen haben wir uns einen Campingplatz gesucht. War dann nachher der zweitgrößte Campingplatz in ganz Kroatien. Aber in der Vorsaison ist da praktisch nichts los und wir haben einen Platz direkt vorne am Strand gekriegt. Bin jedes Mal auf der Suche nach neuen Pisten und fahrtechnischen Herausforderungen, was natürlich mit so einem großen Laster jedes Mal eine Challenge ist, weil man nicht so genau weiß, komme ich rein und komme ich am Ende auch wieder raus. Park hat allerdings eine Menge unbefestigter Straßen und da gibt es großartige Offroad-Möglichkeiten. Die Brücke im Hintergrund verbindet Park mit dem Festland und die Festung im Vordergrund, die hat damals die Durchfahrt kontrolliert. Einer der Gründe, warum Park so kahl ist, mag an den vielen Schafen liegen. Umgekehrt ist die Insel berühmt für ihren Schafskäse. Wir mussten natürlich versuchen, einen zu kaufen, aber seht selbst. Ich wollte gerade einen Käse kaufen. Der wollte 50 Euro für so einen kleinen Kilo Leib. Das war der Bauer selber, seine Frau macht sonst den Verkauf. Ich würde annehmen, das waren normalerweise 5 Euro oder vielleicht 10, aber 50. 50 ist schon ein bisschen viel, ne? Und du willst auch Käse. Das fällt aus. Pushing my emotions, all these pictures in my head. I've got a reason not to tell you. I will let you guess instead. Seeing light in your eyes. Die nächste Insel auf der Liste war die Insel 4. Wie man sieht, ist die mit einer Brücke mit dem Festland verbunden. Solche kleinen Herausforderungen wie der Torbogen lassen uns inzwischen ziemlich kalt. Wir sind 3,75, da steht 3,50 dran. Jo, da steigt man mal aus und guckt. Meistens ist da ordentlich Luft drin. Junge Frau, ich wollte mal nachfragen, was die Kochkünste so machen. Ja, die Suppe kocht, der Kuchen ist in Vorbereitung. Ja, also der ist ja noch gar nicht belegt. Mein Gott. Selbst geparkt direkt am Strand und selbst gebacken direkt am Strand. Was könnte es Schöneres geben? Stößchen. 4 ist nicht besonders groß, aber schön grün. Man kann ganz tolle Küstenwanderungen machen und dadurch, dass es nicht besonders bergig ist, eignet sich es auch ganz wunderbar zum Fahrradfahren oder Mountainbiken. That are long gone, leaving memories that are so strong. All these pieces that are long gone, leaving memories that are so strong. Die Insel 4 ist nur ungefähr 30 Kilometer weg von Zadar.
Die haben dort einen großen Fährhafen. Dort haben wir uns eingeschifft auf die nächste Insel namens Uglian. Von dort aus nach Passmann, zurück aufs Festland, nach Split und dann auf die Insel Bratsch. Aber wie sich das ausging, dafür müsst ihr das nächste Video gucken.